geheime Atom-U-Boote für die junge Bundesmarine unter der Regierung Konrad Adenauers. Aus geheimen Plänen der Regierung geht hervor, dass Konrad Adenauer mit seinem Verteidigungsminister Franz Josef Strauß die Bundesmarine mit Atom-U-Booten bewaffnen wollte. Sehr zum Leidwesen der Siegermächte und der NATO. Der britische Botschafter Frank Roberts war über die Pläne Adenauers so entsetzt, dass er um ein Sondertreffen mit dem NATO-Oberbefehlshaber General Lauras Nordstand bat und dieses auch bekam. Lange galten diese Pläne als Verschwörungstheorie, doch waren sie alles andere als eine Theorie. Sie waren ausgearbeitet und kein geringerer als der U-Boot-Bauer Professor Helmut Walter, der für die Nationalsozialisten die modernsten U-Boote jener Zeit baute, wurde mit diesem Projekt betraut. Deswegen hatten die Siegermächte, allem voran Großbritannien, große Sorge um den Alleingang der deutschen Regierung Adenauers. Wie weit diese Pläne tatsächlich waren, ist erschreckend und in diesem Video erfahrt ihr alle eins zu streng geheimen Einzelheiten. Auftauchstation! Auftauchstation! Erst im Jahre 2008 wurden die Pläne einer nuklearen U-Boot-Flotte der Bundesmarine umfassend bekannt. Doch wurden diese brisanten Ereignisse nicht umfänglich verbreitet und fanden dementsprechend auch keine große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Warum das so ist, ist nicht unbedingt verwunderlich, da die Bundesrepublik Deutschland 1954 dem Pariser Vertrag zugestimmt hat und eben dieser Vertrag Atomantriebe für Schiffe eindeutig ausschloss. Doch von vorne. Die Siegermächte gestatteten erst im Jahre 1955 der jungen Bundesrepublik Deutschland kleine 350 Tonnen U-Boote und das auch nur widerwillig, um einer sowjetischen Bedrohung entgegenzuwirken. Somit durfte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg recht zügig wieder eine eigene U-Boot-Flotte aufstellen. Franz Josef Strauß wurde 1955 zum Bundesminister für Atomfragen ernannt. Dieses Amt blieb ihm ein Jahr, dann wurde er der Bundesminister für Verteidigung. Strauß war ein Verfechter der atomaren Bewaffnung, trotzdem die Bundesrepublik diese nie besitzen dürfte. Strauß fand in der Atomfrage einen Verbündeten in Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler in der Geschichte der Bundesrepublik. Adenauer war von 1949 bis 1963 im Amt als Bundeskanzler. Die beiden Herren waren sich einig und haben ihre Ministerien angewiesen, eine Vergleichsstudie in Auftrag zu geben. Natürlich unter strengster Geheimhaltung, da die Siegermächte unter allen Umständen ausgeschlossen werden müssen, da diese einen solchen Plan sofort unterbunden hätten. Das Lübecker U-Boot-Konstruktionsbüro IKL wurde beauftragt, eine Vergleichsstudie zu entwerfen. Natürlich streng geheim und unter der Bezeichnung IK-20 und IK-24. In der Studie ging es um die außenluftunabhängigen Antriebe von Professor Helmut Walter, die auf Wasserstoffperoxid basieren. Professor Walter entwickelte bereits in den 1930er Jahren einen revolutionären U-Boot-Antrieb und eine neue Form der U-Boot-Rümpfe und erzielte damit noch nie dagewesene Unterwassergeschwindigkeiten von bis zu 27 Knoten, was einer Geschwindigkeit von über 50 km/h entspricht. Helmut Walter war somit der Vater des ersten echten Unterseebootes, welches sich unter Wasser schneller als über Wasser bewegen konnte. Walter entwickelte unter anderem den modernsten deutschen U-Boot-Typ 21, der nur 4 Monate bis zur Produktion benötigte und das modernste U-Boot der Welt wurde. Helmut Walter leitete somit eine Revolution des Unterwasserkrieges ein. Mehr zu Professor Helmut Walter und seine U-Boote erfahrt ihr in meinem anderen Video. Erster Link in der Videobeschreibung. Dieser Mann war jetzt für atomare U-Boote der Bundeswehr beauftragt und sollte durch seine langjährige Erfahrung im U-Boot-Bau der Bundesmarine nukleare U-Boote verschaffen. Ein Traum für Strauß rückte in greifbare Nähe. Die Pläne waren so weit, dass bereits erste Versuche durchgeführt wurden. Bis heute werden diese Versuche zwar dementiert, doch Insider packten aus und gaben Einblicke, wie nah die Bundesmarine an einem Atom-U-Boot gewesen ist. Dazu wurde ein ziviles Frachtschiff mit dem Namen Otto Hahn von Stapel gelassen. Zweck soll offiziell gewesen sein, die Atomantriebe für die zivile Schifffahrt zu erforschen und zur Serienreife zu bringen. Doch steckt der Teufel bekanntlich im Detail. Die Ausschreibung für das Schiff kam 1960 über die Gesellschaft für Kernenergieverwertung im Schiffbau und Schifffahrt, kurz GKSS. Ein Erzfrachter der Kieler Howaldtswerke wurde mit einem Reaktor ausgestattet. Allerdings arbeitete der Reaktor mit konventionellem leicht angereichertem Uran und nicht wie in der militärischen Schifffahrt mit hoch angereichertem Uran. Das Projekt kostete unvorstellbare 56 Millionen D-Mark.
was heute ungefähr 132 Millionen Euro entspricht. Das Schiff trug den Namen des Nobelpreisträgers und Kernchemikers Otto Hahn. Otto Hahn war beim Stapellauf 1964 persönlich anwesend. Nach den USA und der UdSSR baut die Bundesrepublik als drittes Land ein mit Atomkraft angetriebenes Schiff, die Otto Hahn. In der Schiffbautechnik hat damit die Bundesrepublik wieder den Anschluss an die moderne Entwicklung gefunden. Eine Entwicklung, die schwindelerregende Millionenbeträge an Investitionen erfordert. Im Volksmund wurde das Schiff auch Atomschiff genannt und war das weltweit dritte Schiff mit Atomantrieb. Das Schiff wurde mit einem Druckwasserreaktor bestückt, der eine merkwürdige Neuerung erhalten hatte. Die Verlagerung von außen angebrachten Komponenten in das Innere des Reaktors führte zum Wegfall verschiedener Konstruktionen, wie Tragkonstruktionen oder Anschlüsse für Rohrleitungen. Hier war bereits wegweisend, dass dieser Reaktor in ein U-Boot eingebaut werden sollte. Auch wurde der Sekundärdampferzeuger und der Druckhalter für den Primärkreislauf als Teil des Druckbehälters angeordnet. Die Reaktorabschirmung mittels Druckbehälter konnte dank der kompakten Bauweise vereinfacht werden. Auch hier sieht man den eigentlichen Zweck dieses fortschrittlichen Reaktors. Er diente der militärischen Nutzung auf engstem Raum, also für den Einsatz in einem U-Boot. Weiter ist bezeichnend, dass ein ehemaliger deutscher U-Boot-Kommandant des Zweiten Weltkrieges zum Kapitän ernannt wurde. Warum ausgerechnet ein kriegserfahrener U-Boot-Kommandant, da es genug erfahrene zivile oder militärische Seeleute gab, die auf normalen Schiffen ihre Erfahrungen sammelten? Wäre ein Handelsschifffahrtkapitän nicht der bessere Griff gewesen? Also hatte jetzt Heinrich Lehmann Willenbrock, kein geringerer als der Kommandant, der das deutsche U-Boot U-96 befehligte, welches Weltberühmtheit in der Nachkriegsgeschichte erhielt, da es als Grundlage für den Roman Das Boot diente, welches dann verfilmt und ein Welterfolg wurde. Lehmann Willenbrock wurde nicht willkürlich oder ohne tieferen Hintergrund zum Kapitän der Otto Hahn ernannt. Er war ein überaus erfolgreicher und erfahrener U-Boot-Fahrer, der 1944 zum Chef der 11. U-Boot-Flottille ernannt wurde. Ein weiteres Detail, das den Plan einer rein zivilen Nutzung für Schiffe wackeln lässt. Aber weiter. Strauß konnte Adenauer von der Idee der nuklearen U-Boote überzeugen. Genug Haushaltsmittel standen zur Verfügung, da der Kalte Krieg bereits begonnen hatte und zusehends bedrohlicher wurde. Zudem konnte die junge Bundesrepublik auf die weltbesten und erfahrensten U-Boot-Entwickler ihrer Zeit zurückgreifen und es gab genügend erfahrene U-Boot-Fahrer, die diese Technik bedienen konnten. Auch auf dem Gebiet der Kernforschung war Deutschland weiter als heute öffentlich zugegeben. Auch hier blickten die Konstrukteure auf einen bereits im Krieg gesammelten Erfahrungsschatz zurück, da britische, französische, US-amerikanische sowie sowjetische Geheimdienstberichte eindeutig sagen, dass es Atomwaffentests der Wehrmacht und SS gegeben hat. In sowjetischen Dokumenten ist von zwei Atomtests die Rede. Wir wissen ganz genau, es ist eine bewährte, überprüfte Quelle gewesen. Diese Quelle hatte Zugang zu Bereichen der SS, die mit Waffenentwicklung im Atombombenbereich vertraut waren. Sie ist wie eine Kopie unserer Bombe. Oder unsere ist die Kopie. Auch ein französisches Geheimdienstdokument vom April 1945 beschreibt den Test mit einer sogenannten elektroatomaren Bombe. Es handle sich um eine technische Revolution. Solche Tests führt man nur durch, wenn man bereits umfassendes Verständnis für die Kernenergie besitzt. Anhand der Verbesserung der Reaktoren können wir das gut beobachten. Jetzt beginnt die Desinformation der einstgeheimen Pläne. Schiffbauexperten sagen, dass Deutschland nie in der Lage gewesen sei, solche nuklear angetriebenen U-Boote zu bauen, da man technisch gar nicht in der Lage dazu gewesen wäre. Doch betrachten wir ganz nüchtern und unvoreingenommen und vor allem ohne Ideologie und Politik die Realität. Der modernste U-Boot-Typ 21 wurde in nur wenigen Monaten geplant und zur Serienreife gebracht. Die Bauzeit wurde durch die Sektionsbauweise, die im Inland durchgeführt und an der Küste fertig montiert wurde, von 7 auf 3 Monate verkürzt. Diese Boote konnten nicht nur schneller unter Wasser fahren, auch konnten sie länger und wesentlich tiefer tauchen.
Zudem erhielten sie modernste Waffensysteme, die mittels Analogrechnern ihre Torpedos ohne vorherige optische Zielaufnahme abfeuern konnten. Weiter wurde an der Brennstoffzelle gearbeitet, die von Helmut Walter und mit Hilfe von Viktor Schauberger die nie dagewesene und bis heute geheim gehaltene Fertigungsstände erreichte. Knapp 20 Jahre nach diesen revolutionären Erfindungen und Erprobungen sollte es Deutschland nicht möglich sein, ein atomgetriebenes U-Boot zu entwickeln? Wer das ganz nüchtern und faktenbasiert prüft, kommt spielend leicht zu einem ganz anderen Ergebnis. Jetzt fehlte nur noch das passende U-Boot, welches so einen Reaktor aufnehmen könnte. Die U-Boote der Bundesmarine waren allesamt viel zu klein dimensioniert und sie durften laut der Siegermächte auch nicht größer projektiert werden. Ein riesiges Problem für Strauß und Adenauer. Doch ist der Deutsche sehr findig in Lösungen für vermeintlich unlösbare Probleme. Es gab eben diese U-Boote und sie waren tatsächlich aus Deutschland, besser gesagt aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Konstrukteure errechneten, dass es möglich sei, diese U-Boote mit Reaktoren auszustatten. Die Reaktoren waren tatsächlich noch zu groß dimensioniert, aber man hatte bereits Pläne, diese kleiner zu gestalten und in kurzer Zeit sollten diese dann für diese U-Boote zur Verfügung stehen. Hier war man sehr findig und man kann sehen, dass die Pläne bereits viel früher ins Gespräch kamen, als bislang heute angenommen. Wer würde ein versenktes U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg nach 12 Jahren im Seewasser heben, um es als Versuchs-U-Boot zu betreiben, obwohl man die Erfinder, Konstrukteure und Fahrer hat und es im eigenen Land gebaut wurde? Alleine diese Tatsache ergibt keinen Sinn und auch die Kosten dafür übersteigen seinen Nutzen um ein Vielfaches. Doch die Siegermächte erhielten umfassend Kenntnis von den Plänen der Regierung Adenauers und verboten es schlichtweg. Somit war der Traum von Franz Josef Strauß und Konrad Adenauer, eine nukleare U-Boot-Flotte der Bundesmarine, nach all den Bemühungen und dem zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln geplatzt wie eine Seifenblase. Aus der Geschichte haben wir gelernt, da erst die deutschen dieselelektrischen U-Boote sehr gefürchtet und ein Welterfolg wurden und dann die neuen Brennstoffzellen-U-Boote an diesen Erfolg anknüpfen konnten. Die Geschichte zeigt eindeutig, wenn der Deutsche etwas nicht besitzen darf, dann perfektioniert er eben das, was er besitzen darf, so weit, dass es jeder Weltmacht gefährlich werden kann. Eine etwas andere Geschichte, die es offiziell nie gegeben hat oder hätte nie geben dürfen.